Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmache vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Ich will mal ein bisschen, lass uns ein bisschen Influencer und ein Influencer-Video gucken. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, Chat. Das traurige Ende von Sami Slimani brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt ein 28-Minuten-Video über irgendeinen beschissenen wo wir nicht wissen, wer das ist, warum der das macht, was da los ist. Einfach mal herausfinden, was Sami Slimani so... Was ist eigentlich mit Sami Slimani, Digga? Alter Schwede, Leute, heute müsst ihr ganz stark sein. Denn im Laufe von Das traurige Ende von hatten wir schon so einige YouTube-Urgesteine wie bei Titty, Apecrime, Die Außenseiter oder Simon Desiu. Na, wollt ihr von dem ein Comeback? Nein! Doch letztens ist mir ein Kandidat eingefallen, der ebenfalls zur allerersten Generation an YouTubern gehört. Es geht um den Mann mit dem verführerischsten Blick. Hey, mein Name ist Seo und wer bist du? Wow. Ja, Leute, heute geht es um Hair Tutorial! Oder bei euch vermutlich eher bekannt unter dem Namen Sami Slimani. Ja, man kann sagen, was man will. Diese Karriere verdient definitiv ein ganzes Video. Ich meine, über 1 Million Abonnenten. Von einer der bekanntesten YouTube-Büchern bis hin zu etlichen Fernsehauftritten. Hallo Leute, ich bin Sami Slimani. Ich kenne ihn eigentlich nur, weil der in Dubai wohnt und seine Seele verkauft hat. Kennt mich vor allem aus dem Dubai und weil er seine Seele verkauft hat. Internet und ich bin das neue Gesicht hier bei Viva, denn ab sofort moderiere ich auch die Viva Top 100. Der Mann, bei dem regelmäßig die Gerüchteküche am Brodeln war. Sie passen so gut zusammen. Stefanie Giesinger und Sami Slimani wirkten hier in Berlin bei der Mercedes-Benz Fashion Week ziemlich vertraut. Aber auch der Mann, der für einige Schlagzeilen sorgte und auch, ja, sehr viele Kritikvideos gegen seine Person. Unter anderem ins Fadenkreuz genommen. Ein Pappaufsteller von Homer Simpson! Krass! War der Hair Tutorial, bei dem angeprangert wird, dass er Produktplatzierung nicht richtig deklarieren würde. Mit Lebensweisheiten, Beauty-Tipps und einer Lebensfreude, die selbst Willy Wonka depressiv gemacht hätte. Das ist ganz toll, eine eigene Modekollektion von Sami Slimani. Endlich kann man leichter erkennen, wen man auf dem Schulhof verprügeln soll. Alter! Hey! Was ging denn damals bei Böhmermann ab? Er ist der Mann der Gesichtsmasken. Der mit den besten Lebensweisheiten. Warte, was? Die größte Macht, die wir alle besitzen, sind unsere Gedanken. Startet jeden Tag mit positiven Gedanken. Euer Leben wird sich verändern. Oh, okay. Besten Lebensweisheiten. Der Mann, der mich an meiner Sexualität zweifeln ließ. Ach Quatsch, das war ja Plankton, ne? Und by the way, ist bei ihm Fall genauso. Das stimmt doch gar nicht! Aber genug der Worte, Leute. Legen wir jetzt wieder los. Begeben wir uns jetzt auf eine spannende... Das ist genau der Scheiß, den ich jetzt brauche, Digga. Das ist wirklich genau der Scheiß, den ich brauche. Ich habe keine Ahnung von Sami Slimani, aber das ist genau der Scheiß, den ich jetzt brauche, Digga. Reise. Wir schauen uns jetzt die komplette YouTube-Karriere von Sami Slimani an. Wie fing alles an? Durch welche Videos kam sein ganz großer Durchbruch? Ja. Durch welche schwere Zeiten musste der Kanal so gehen und... Ja! Warum gibt es mittlerweile gar keine Videos mehr von ihm? Genau. Ja! Und darum geht es jetzt. Habt ihr Bock? Nein! Doch natürlich habt ihr Bock! Viel Spaß mit dem traurigen Ende von Sami Slimani, aka Hair Tutorial. Sami, wirklich, du bist der Beste! Unsere Reise beginnt dieses Mal am 6.3.2009, denn da hat Sami seinen Kanal erstellt. Schreibt mir wie immer gerne mal, wie alt ihr damals wart. Also ich war genauso wie Sami 18 Jahre alt. Den allerersten Screenshot, den ich von seinem Kanal finden kann, ist dann am 10. März, also 4 Tage nach seiner Kanalgründung. Und ja, wer es nicht wusste, YouTube sah damals noch so aus. Und ich find's krass, man kann sehen, er hatte da schon 500... Sah aus wie MySpace. Abonnenten. Hä? Wie hat er das dann geschafft? Nun, meine Theorie ist, dass er ähnlich wie die Space Frogs damals diese Freundschaftsanfragen-Verschicken-Methode angewendet hat. Zumindest kann man das aus seiner Kommentarspalte rauslesen. Achso, wer es nicht wusste, früher konnte man bei YouTube ähnlich wie bei Facebook so Freundschaftsanfragen verschicken und ja eben so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Und scheinbar ging diese Methode sehr gut auf, denn seine ersten Videos hatten gerne mal mehrere tausend Aufrufe. Diese beiden Videos... 5 Sterne sogar! ...nimmt man heutzutage by the way nicht mehr, aber wir können super gerne mal in dieses hier reinschauen. Goes und No-Goes beim ersten Date. So, hallo Leute, nachdem ich jetzt endlich mal für halbwegs gute Lichtverhältnisse sorgen konnte,
Fange ich einfach mit dem Video an? Ja, dieses Video war komplett ungeschnitten und man merkt, er hat sich so ein bisschen schwer getan, vor der Kamera zu sprechen, was ja bei den ersten Videos nicht unüblich ist. Aber gut, dann hören wir uns doch mal an, was das so für Tipps sind. Getrennt zahlen, das dürft ihr nie im Leben. Der Mann muss zahlen, es kommt einfach dumm, es... Bruder, Sami Slimani war ein Alpha-Coach? Wie blöd kommt es, wenn die Frau entweder für sich selber zahlen müsste oder für euch beide zahlen müsste? Also absolutes No-Go, niemals tun. Genug Bargeld dabei haben, ja, und die Frau nicht zahlen lassen. Ja. Du, kein Problem, ich bin so männlich, ich zahle schon. Nee, das passt schon, lass halb machen. Nein, ich zahle hier! Echt, das ist aber schon ein bisschen viel. Hast du überhaupt genügend Bargeld dabei? 1,26 Mio. Steuerfrei. Auf seiner Kanalseite konnte man auch so ein kleines FAQ finden, wo so ein paar Fragen beantwortet wurden wie: Warum wurde ich blockiert? Weil du eventuell einen beleidigten Kommentar hinterlassen hast. Tja, nenne ich wohl Pech für dich. Okay. Und da steht auch, dass er sich als männlichen Gegenpart zu Erbusa sah. Ja. Wer zum Geier ist das? Nun, scheinbar einer der allerersten Beauty-YouTuberinnen. Und auch sie hatte ein FAQ, bei dem man merkt, okay, da hat sich Sammy wohl ein bisschen inspiriert. Und tatsächlich ist hier schon Sammys großer Durchbruch. Er hat als Mann, der Beauty-Content bringt, so ein Alleinstellungsmerkmal, dass er schnell mal... Ich muss kurz einhaken. Sami Slimani betrieb damals bereits Clickbait. Zum Beispiel nannte er ein Video, wo er seine Frisur wie Justin Bieber-Style, Justin Bieber Official Music Video. Krank. Etliche 10.000 Aufrufe bekam. Und gerade sein Tipps gegen Pickel-Video ging ultra viral. Aber warum ist dieses Tutorial denn so gut? Also das Erste, was ich benutze zur Gesichtspflege, ist... Boah, mach mal das Telefon aus! Haut klar. Haut klar? Was? Zum einen die Waschcreme, die Tiefen wirksam reinigt. Okay, danke für den Tipp, Mann. Ja. Doch trotz dieser Qualität hatte er... Digga, was? Er ist immer der Hörer nicht aufgelegt einfach. Nach einem Monat YouTube schon 5000 Abonnenten. Und hier kann man schon diese ganz berühmte Frage finden, die Sammy in seinem Leben bestimmt schon über 1 Million Mal gehört hat. Bist du schwul? Ach, Digga, was ist denn los mit euch? An der Stelle mal ein ganz kurzer Real Talk. 2009 war es bei weitem nicht normal, dass ein Mann sich schminkt. Auch ich habe damals neben Kurt Murrow und die Außenseiter Sammy entdeckt und saß vermutlich so vor dem Rechner. Der ist doch homoerotisch. Ich bin homoerotisch. Es war damals einfach irritierend, dass ein Mann über Hautpflegeprodukte gesprochen hat, weil... Warum ballert der Dude eigentlich so viel Weichzeichner drauf? Unangenehm. Endlich mal jemand, der die Frage stellt. Das hier sieht aus, als wäre es durch den Kim Kardashian Instagram-Filter aufgenommen worden. Holy shit, Bruder. Ich kann, was ist das? Warum ist die Kamera, warum das... Es war einfach so unüblich. Ich habe mich halt einfach mit Männerkosmetik beschäftigt. Männerpflege ist besonders jetzt im Vormarsch. Und durch diese ganze YouTube-Sache... Bruder, der Sammy Slimani hat aber auch echt eine gepflegte Haut, Digga. Habe ich mich da immer mehr dafür interessiert und... auch in meine Videos mit einfließen lassen. Wer an dieser Frage aber ernsthaft interessiert ist, nein, Sammy ist hetero. Ich könnte mir vorstellen, dass seine weiblichen Seiten eher davon kommt, dass er halt mit zwei Schwestern groß geworden ist. Zumindest erkläre ich mir so ja auch immer meine weiblichen Seiten, weil ich bin eben auch mit zwei Schwestern groß geworden. Okay. Am Ende ist es egal, er hat seinen Content ab Sekunde 1 gefunden. Dann macht er fleißig weiter mit Tutorials und ohne bei ihm habe ich sogar das Krawattenbinden gelernt. Oha! Fixiert einfach bitte diesen Knoten, damit die Krawatte dann auch am Ende gerade wird. Okay, ein doppelter Windsor-Knoten tatsächlich sogar. Und richtet sie euch hin. Fertig ist eure Windsor-Krawatte. Kannst du das nochmal zeigen? Bei mir klappt das irgendwie nicht. Und somit hat er bis Juli, also schon nach 4 Monaten, 30.000 Abonnenten gesammelt. Ja, damals gab es ja noch SchülerVZ als Social Media. Heutzutage kennt das gefühlt kein Schwein mehr. Und damit hat er sein ursprüngliches Idol Erbusa eingeholt. Oder wie heißt du nochmal? Spannend ist hier, dass im Nachhinein extrem viele Videos gelöscht wurden. Auf alten Screenshots sehe ich hier Vlogs, Verlosungen, Morgenroutinen und Lieblingsprodukte. Nicht, dass diese Videos irgendwie schlimm waren oder so. Also man kann sogar so ein paar Reuploads finden. Die sind alle eigentlich relativ unspektakulär. Also erkläre ich mir das so, dass Sammy einfach im Nachhinein mit der Qualität nicht zufrieden war und wollte diese Videos halt eher so ein bisschen verschwinden lassen. Aber hey, mit diesem Content wurde er YouTube-Partner und so wurde Clickzoom, also Christoph Krachten, das ist der Gründer von Mediakraft, falls ihr das kennt, im Januar 2010 auf ihn aufmerksam. So, das ist jetzt mein Zimmer, in dem ich meine Tutorials immer aufnehme und ja, das ist zum einen mein Laptop, mit dem ich meine Videos immer aufnehme. Oh mein Gott. Das ist ein ganz normaler Apple MacBook. Oh mein Gott, der alte MacBook, Digga.
dann setze ich den auf die Heizung und setze mich dann auf den Boden auf mein tolles Sitzkissen und fange an mit den Videos drehen. Ach, deswegen dieses Brummen in den Videos, das war vermutlich irgendwie der Lüfter oder so. Hier schneide ich nur der Heizkörper. Ich bearbeite sie und verändere die Tonlage. So wie also das ist ja super nice. Ich sitze hier auf dem Boden und dann halte ich den MacBook so im rechten Winkel an die Heizung und dann ist das, ne? Wie ich's will. Alter, wie sieht denn dieses Programm aus? Woher kriegst du die ganzen Produkte? Die habe ich überwiegend gesponsert bekommen. Ach krass, damals schon gesponserte Produkte, aber ich denke, vermutlich zu der Zeit noch relativ unbezahlt. Aber ja, damit war Sammy definitiv absolut im Game und gehörte zu den ersten YouTubern Deutschlands. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und damit war sein Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Im März 2010, also ziemlich genau nach einem Jahr YouTube, hatte er schon ein... Das ist übel viel für damals, Alter. 100.000 Abonnenten. Übrigens im März 2009. Cringe. 100.000 Abonnenten 2009 ist schon echt, das ist übel krass. Und schon im April kam sein erfolgreichstes Video aller Zeiten. Es war ein Hairstyling like a Justin Bieber Video. Kann doch ein bisschen die oberen Strähnen so formen. So. Und damit ihr jetzt ein besseres Bild davon bekommt, werde ich jetzt einfach mal das Tuch hinter mir spannen, damit euch der Hintergrund nicht irritiert, damit ihr seht, wie es ungefähr aussieht. Hui, mega geil. Aber auch 2010 wurden immer noch etliche Videos entfernt im Nachhinein. Also all diese Videos hier findet man nicht mehr auf seinem Kanal. Gerade das Super Saiyan Cosplay Video würde ich so gerne sehen. Krank. Warum ist das weg? Ich fühle mich beraubt. Die Drecksackskala ist wohl bei dir nach unten offen. Also springen wir gleich nach 2011. Und hier ging er zum allerersten Mal auf das Thema Mobbing ein. Die Schulzeit war bei mir nicht die beste Zeit, auch wenn es bei vielen heißt, oh, ich vermisse die Schulzeit. Die Schulzeit war die beste Zeit meines Lebens. Sie hätte auch vielleicht für mich eine bessere Zeit sein können, wenn ich zum Beispiel abgekrochen wäre. Wenn ich das getan hätte, was andere von mir wollten. Die Person zu sein, die andere von mir erwartet haben. Aber ich bin mir einfach treu geblieben. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Also die Schulzeit war definitiv nicht die beste Zeit meines Lebens. Hat er gerade nicht gesagt, dass es die beste Zeit für ihn war? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? 2012 kletterte Herr Tutorial auf die 280.000 Abonnenten. Und obwohl er schon immer recht gut darin war zu sagen, hallo, abonnieren, kommentieren. Nicht die beste Zeit? Okay, ja gut. Favorisieren. Gebt dem Video einen Daumen hoch und fügt es unter eure Favoriten hinzu. Ich würde mich freuen. Und schreibt mir am liebsten noch einen Kommentar, wann ihr meine Videos gerne sehen würdet. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Tipps und Tricks hier. Und falls ihr Interesse habt an meinen Outfits und was ich immer so trage, schaut auf meinem Blog vorbei. Und schaut euch... Halt den Blog noch, krank! Bin ich mein letztes Video an. Verlinke ich euch auch unten. Und deswegen wurde er gerade dafür dann so ein bisschen bekannt und auch öfter mal parodiert. Bitte, bitte abonniert mich, gebt einen Daumen hoch, favorisiert dieses Video, lädt ein Gefällt mir auf Facebook, folgt mir auf Twitter, abonniert meine anderen 6 Kanäle, gebt einen Daumen hoch, bitte, 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 Daumen hoch. Was man ja heutzutage total normal als Call to Action kennt, war damals halt auch nicht so gang und gäbe. Auch hier aus dem damaligen YouTube-Buch von Christoph Krachten. Warte mal, Christoph Krachten hat ein YouTube-Buch. Eine Sammy Slimani mit drin abgebildet, also auch hier wurde er abgedruckt. Hat. Besonders kreativ setzt übrigens Herr Tutorial die Anmerkungen ein. Oder ich hasse das Internet, aber ich liebe das Internet, aber ich hasse das Internet auch. Das perfektes Beispiel für Call to Action, was damals immer als Abo-geil beschimpft wurde, das war zu der Zeit so ein kleines... Boah, du bist voll Abo-geil. Oh, ey, diese Zeiten noch, ne? Bruder, wirklich. Modewort. Ach ja, und 2012 war ja auch die Zeit, wo Julians Blog dann seine Meinung zu Herr Tutorial gesagt hat. Herr Tutorial, die absolute Oberweichflöte auf YouTube. Sein Stil ist Schönheit. Ich glaube, als ich das erstmal gelesen habe, bin ich fast an meiner Kotze erstickt. Und was macht diese Beauty-Tunte für Videos? Wie war das? Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber sogar die würden sich schämen bei der Art, wie er redet. Alter! Alter, wie kann man nur so etwas sagen? Das war einfach viel zu krass, Mann! Ach so, ach der hier. Ja, das ist der XR5 von FlexiSpot. Ja, normalerweise kennt ihr ja FlexiSpot für seine extrem nicen, höhenverstellbaren Schreibtische. Aber natürlich bietet FlexiSpot auch genauso nice Sitzmöglichkeiten an. Ich habe wie gesagt den XR5, der deine Sorgen ordentlich wegschaukelt, sich aber auch um 720 Grad drehen lässt und dank der schalenförmigen Rückenlehne auch extrem bequem ist. Ach so, und hier ist auch noch eine praktische Seitentasche und ein USB-Anschluss zum Laden von Geräten. Am Ende ist der Stuhl halt einfach perfekt für so einen kleinen Powernap. Also gönne die Entspannung und check den XR5 von FlexiSpot aus. Link ist in der Videobeschreibung, ich pinne es aber auch nochmal in den Kommentaren mit an. Okidoki. Nee, aber ansonsten macht er 2012 einfach weiter mit seinen Tipps und Tricks über das Leben. Sagen wir es mal so, du bist, was du isst, stimmt zu 100%. Hä? Wann habe ich denn ein faules Stück Scheiße gegessen? Ende! Doch, was ist das schon wieder? Okay, der hat mich bekommen.
Ich glaube, das war der erste Witz, der mich bekommen hat, jetzt nach 11 Minuten und 37 Sekunden. Der hat mich bekommen. Den habe ich gefühlt gerade. Den habe ich sehr gefühlt. Ein Video über das Thema. Der hat mich erwischt. Mobbing? Cybermobbing. Ich habe täglich mit solchen Kommentaren zu tun. Sei es Kommentare, die unter die Gürtellinie sind, Kommentare, die dir den Tod wünschen, die deine Familie beleidigt, die eigentlich absolut nichts mit dem, was ich hier auf YouTube produziere, zu tun haben. Dir wird gesagt, Alter, du siehst aus wie eine Schwuchtel, Alter, du fällst dich wie eine Schwuchtel. Im Endeffekt tue ich das, was meine Leidenschaft ist, und ich konnte sie glücklicherweise zum Beruf umwandeln, und ich bin stolz darauf. Ja, und das hatten wir ja schon sehr oft auf diesem Kanal. Es ist völlig egal, wie unsympathisch dir irgendein Mensch ist. Kommentare in dieser Form sind immer unangebracht. Und bei Sammy gab es sehr viele Kommentare, die ähnlich wie bei Lion TV halt extrem ungerechtfertigt waren. Auf diesem Stück Papier von einer Klopapierrolle oder sonst was steht Arschloch drauf. Dieses Stück Papier hatte ich heute gefunden an meiner Windschutzscheibe von meinem Auto, als ich mit meiner Familie unterwegs war. Ach Quatsch, da stand doch Super Süßi, HDGDL. Ja, das war schon immer so toxischer. Als drei. Oh. Und am Ende von 2012 war es soweit. Hier ist das erste Video mit Ishtar. Wer zum Geier ist das? Sie wurde so eine richtig gute Freundin von Sammy, auch wenn sie damals noch Easy Peasy 5 hieß. Ich habe heute nämlich die liebe Ishtar, Hallo. aka Easy Peasy 5, heute bei mir. In dem ersten Video wurden damals Fragen beantwortet, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, ob da eine spannende mit dabei war. Welches ist dein Lieblings-Instagram-Filter? Warst du ein guter Schüler? Kannst du mal sagen, ohne Luft zu holen? Kannst Ich hasse das Internet doch mehr, als ich es liebe, ehrlich gesagt. Zu einer Banane durchbrechen. Wohin willst du mal reisen? Okay, und dann die letzte Frage. Da will jemand einen Cyberhack von dir. Okay, gut, dann ab zum nächsten Video. 2013 hat er endlich seinen Kanal von Hairtutorial auf Sammy Slimani umbenannt. Das war einfach eine gute Idee, weil auf dem Kanal ging es nicht nur ausschließlich um Tutorials, sondern auch irgendwie um seine Person. Deswegen Sammy Slimani um einiges passender. Mittlerweile hatte der Kanal 370.000 Abonnenten, und es kamen immer mehr Videos mit Ishtar. Da morgen endlich Valentinstag ist und viele von euch wahrscheinlich Single sind. Wir sind beide Single. Ja, ja, und wir sind Friendzone, wie man so schön sagt. Hab ich dich gefriendzone? Da wurde jemand abgeblitzt. Also eine Sie war gefühlt bei jedem zweiten Video mit von der Partie. Aber generell war bei den meisten Videos mittlerweile eine weibliche Begleitung mit dabei. Also scheinbar kam das irgendwie ziemlich gut an. Und hey, ein Drummer live. Ja, sein Video gehört doch auf jeden YouTube. Also ich muss sagen, es ist super gut, das alles zu sehen. Ich habe keine, also ich, holy shit, Alter. Das ist niemals etwas, das ich jemals gesehen hätte oder in der Vergangenheit schaute oder schauen würde. Ich bin da komplett raus. Da bin ich einfach, da tötet mich der Cringe einfach, wirklich. Ne? Das ist, YouTube-Kanal oder nicht? Ich habe zu dem Zeitpunkt so gesehen in zwei Welten gelebt. In der einen Welt, in der realen Welt. Wobei das extrem krass ist, ne? Also die homofeindlichen Äußerungen, die der ertragen musste, stellvertretend, einfach weil er so war, wie er war. Das ist schon krass, Alter. Ich. Wann kommt dein Draw My Life? Pff, bitte was? Ich weiß nicht, also das ist dieses Zeigen, was mein Leben ist und so. Ich meine, wir können jetzt kurz eins einschieben, na klar. Kommt nicht du. Sohn. So. Niemand war. Und gleich. Gleichzeitig in der anderen Welt, wo es Menschen gab, die das gut gefunden haben, was ich gemacht habe. Achso, und am Ende von 2013 wurde Sammy von YouTube nochmal persönlich gepusht. Also Google hat damals einfach sich so ein paar Creator rausgepickt, wie LeFloid oder Darum, und hat diese nochmal stärker promotet, zum Beispiel auf der Startseite oder sogar vor den Videos als Werbung. Hi allerseits, ich bin Sammy Slimani. Seit meinem allerersten Video hier auf YouTube haben sehr viele von euch den Weg zu meinem Kanal gefunden, und ich tue nichts lieber, als eure Fragen zu beantworten. Also wir sehen uns. Bis dann, euer Sammy. Aber egal, dadurch hatte er 2014 schon 740.000 Abonnenten. Und riesig. Und die Thumbnails wurden auch ein bisschen, ich sag es mal, auffälliger, überladener. Aber genau hier fing er auch an, fürs Fernsehen zu arbeiten. Hallo Leute, ich bin Sammy Slimani. Ab sofort moderiert der Gute die Viva Top 100. Und ich kann immer nur wieder betonen, was für einen Respekt ich vor seiner Leistung habe. Und ich kann nur betonen, dass ich es übel krass finde, dass da einfach ein Homer Simpson Papier stand. Das war krass.
Hallo und herzlich willkommen zur Viva Top 100. Und ich weiß nicht, ob dadurch, aber aus irgendeinem Grund wurde dann Jan Böhrmann auf Sammy aufmerksam. Zumindest war das hier plötzlich der Intro-Sketch von einer Folge von ZDF Neo. Hi Leute, ich bin Sammy, willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video erwartet euch ein Ask Sammy Video, in dem ich euch eure Fragen beantworte und... Hey, willkommen im Neo-Magazin. Dieses Opening fand Sammy nicht so lustig, also das wurde dann auch von ihm gesperrt. Deswegen findet man nur noch Re-Uploads mit mieser Qualität. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das hier in meinem Video eingespielt habe. Jetzt ist ja auch ziemlich viel Zeit vergangen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sammy das mittlerweile auch ziemlich egal ist. Was Jan Böhmermann angeht, war Sammy ab da öfter bei ihm im Fokus. Zum Beispiel kam ja dann das Buch Das Slimani-Prinzip raus, welches Sammy zusammen mit seinen Schwestern halt eben geschrieben hat. Sammy Slimani wählt die FDP. Beweist das Gegenteil. Ab heute ist die Sonderausgabe des Slimani-Prinzips endlich erhältlich. Bei den Fans kam das, by the way, richtig gut an. Es wurde eine Sonderausgabe mit Hardcover veröffentlicht. Von diesen gab es nur 5555. Und das Krasse ist, diese Sonderauflage hat sich innerhalb von 1,5 Stunden komplett verkauft. Allerdings gab es dazu natürlich auch wieder Kritik. Das Buch hat vorrangig richtig schlechte Rezensionen erhalten und die am hilfreichsten bewertete preist sein literarisches Meisterwerk als Kaminanzünder an. Aber wenn YouTuber Bücher schreiben, immer einen Trollkommentar auf Amazon da lassen. Klassiker. Wie gesagt, eben auch Jan Böhmermann, der sich wohl einen Spaß draus macht, der diesen Opening-Sketch fast zu wiederholen. Heute ist ein großartiger Tag. Denn nein, nicht heute schon wieder! Ist die Sonderausgabe des Slimani-Prinzips endlich erhältlich. Hey Leute, ich bin's, euer Janni. Mein neues Buch, Das Böhmermann-Prinzip. Oh mein Gott, die goldene Schrift. Oh, echt mega. In dem Buch wird auch die Frage geklärt, wie man einen leblosen, 80 Kilo schweren, nach exotischem Duftshampoo riechenden Peeling-Perser möglichst fachgerecht und ohne Gefühle zu verletzen entsorgen kann. Alter, wie kann man nur so etwas sagen? Stoppen ließ sich davon Sammy aber nicht. Im Oktober 2014 hat er endlich die 1 Million Abonnenten. In diesem Jahr gab es einige Videos mit der Germany's Next Topmodel-Siegerin Stefanie Giesinger, was natürlich die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Sie passen so gut zusammen. Kein Wunder, dass immer wieder über eine mögliche Beziehung zwischen der GNTM-Gewinnerin und dem YouTube-Star gemunkelt wird. Nee, also bei uns bleibt's echt bei Freundschaft und ich bin auch froh, ihn als Freund zu haben, als Support zu haben, aber liebestechnisch ist da echt gar nichts. Da wurde jemand abgeblitzt. Aber ach du Scheiße, will er sich wirklich die Haare selber grau färben? Ist F an dieser Stelle für einen gefallenen Bruder. Das kann doch gar nicht sein. Schauen wir mal rein, oder? Okay, also so sahen die Haare vorher aus. Und ja krass, der zieht wirklich ordentlich durch. Also hier wirklich ordentlich und mit einwirken lassen und allem drum und dran, also... Ich bin wirklich gespannt, wie das Ergebnis aussieht, Mann. Ich bin so glücklich über meine Haarfarbe, weil es... Hä? ...genauso aussieht, wie ich es aussehen soll. Moa Katanka! Bin ich dumm? Ich sehe kaum Unterschied. Und am Ende von 2015 kündigte Sammy an, dass er eine eigene Modelinie rausbringen möchte. Dazu gab es ein richtig langes, episches Video, welches man mittlerweile auch nicht mehr auf seinem Kanal finden kann. Ein paar Ausschnitte davon kann man schon noch sehen, wenn man sich die Sendung reinzieht von Jan Böhmermann. Ja, meine Damen und Herren. Oh Gott. Wir wären nicht das Neo-Magazin Royal, wenn wir nicht mal ganz genau hingeguckt hätten und wir konnten... Ich wusste gar nicht, dass Jan Böhmermann so viel auf Influencer eingedroschen hat. Also ich meine, so viel mehr, als er so schon tut. Das scheint ja richtig gemein zu sein. Ich meine, warum hat er mehrmals Herr Tutorial niedergeschlagen? Anhand des Promo-Videos von Sammy Slimani herausfinden, wie die Modelle aussehen. Da. Selbst gezeichnet. Das sind die Stücke. Er hat aber noch eins. Sind mehr. Da. Da. Da hat er noch eins. Das ist die Kollektion von Sammy Slimani. Und das ist richtig gut. Also, ich würde es tragen. Dazu haben wir nämlich ganz wunderschön auch dieses tolle Oberteil. Ist das for men oder? Es ist for men. Dass Sammy Slimani sich das traut, was sonst kein Designer sich traut. Denn der V-Ausschnitt. Der V-Ausschnitt. Genau so. Liegt hier nicht am Brustkorb, sondern an den Seiten. Wow. Wahnsinn. Und dann. Warum reden die Menschen noch von Karl Lagerfeld? Warum? Das ist so gemein.
aber auch ein bisschen lustig. Ja, schon sehr gut. 2016 erschien dann diese Kollektion und es war einfach eine Zusammenarbeit mit Peak und Kloppenburg oder irgendwie so. Und da gab es einmal Kritik von Ultratief wegen der Art, wie das Ganze beworben wurde. Hinter Hashtag Finding Sammy versteckt sich nämlich eine Aktion, die man sich ziemlich haargenau bei Willy Wonka abgeschaut hat. Nur, dass es diesmal keine Tafeln Schokolade sind. Lisa Ludwig vom Lästerschwestern sagte mal, dass sie Sammy Slimani sah, wie der auf der Bühne möglichen Sponsoren sagte, dass er seinen Zuschauern sogar so gut manipulieren könnte, um ihnen einen Traktor zu verkaufen. Klar, kann ich auch. Sondern Unterhemden, T-Shirts und so weiter. Wie viele Meet and Greets es denn nun tatsächlich zu gewinnen gibt, bleibt ungeklärt. Mehr als 50 werden es wohl aber nicht sein, also ist die Chance, eines der begehrten Treffen mit Sammy zu gewinnen, eher gering. Stochastik interessiert einen Samminator aber nicht. Mehrere Antworten auf Sammys Tweet deuten an, dass man zwar bereits Dinge gekauft oder bestellt habe, aber deswegen jetzt extra nochmal losziehen wird. Und genau das ist die Absicht von Hashtag Finding Sammy. Die Existenz der goldenen Tickets erst Tage nach dem Launch der Kollektion. Oh, ich find's so süß. Weißt du noch, wo man sich über die Kommerzialisierung von YouTube beschwert hat? Boah, ist das süß. Ey, ist das toll. 2016 einfach. Es ist einfach wundervoll. 2016 hat man sich ja kollektiv noch darüber beschwert, dass YouTuber Produkte rausbringen. Und anzukündigen ist natürlich gewollt. Und dann noch ein Jahr später meinte Valulis dazu: Seine Kollektion wurde von Fachmagazinen als kaum eine besonders kreative Leistung eingestuft. Denn ein Jahr nach Erscheinen wird die Kollektion noch mit Rabatten von über 50% verramscht. Also lief das Ganze scheinbar eher so ein bisschen semi-gut. Semi-gut meine ich. Aber hey, immerhin. Oh Gott. Hat er mal eine Kollektion gehabt. Im Februar 2016 hatte er 1,4 Millionen Abonnenten. Seinem Content blieb er nach wie vor treu. Also es gab wieder jede Menge so wilde Aufrufzahlen auch. Echt wilde Aufrufzahlen. So Gesichtsmaskenvideos. Was zur Hölle passiert da gerade? Also ich merke, dass irgendwas gerade mit meinem Gesicht passiert und es juckt. Die Maske schäumt auf. Oh mein Gott. Das sieht echt krass aus. Im März 2016 bekam er dann eine Synchro-Rolle in Kung Fu Panda 3. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ja euer erster Film sozusagen. Genau, ganz ja. Genau. Wie fühlt ihr euch damit? Oh super, also es ist toll, Teil von so einer tollen Reihe zu sein. Wirklich? Also ich kenne den Film, wo denn? Oh, ich bin wirklich froh, dass wir nicht Poe sind. Für uns war es ein absolutes Highlight, ja. Einfach mal wirklich in ein Studio zu kommen. Die Gänse, also ich muss den Film nochmal gucken, gerade klingelt es gar nicht. Im November zog er dann nach Berlin, zusammen in eine Wohnung mit seiner Schwester. Eine Sache, die ich persönlich vermutlich niemals könnte. Und dann 2017 gab es ein Video, bei dem ich mir dachte, okay, dieses hier ist wirklich richtig gut. Dass es nicht heißt, wer was im Leben machen kann, weil du eine Frau bist. Oder nur weil du ein Mann bist, musst du so sein. Weil du eine Frau bist, musst du so sein. Du musst das machen, du musst dich so anziehen. Eine Frau kann nicht stark sein, kann kein Boss sein. Ein Mann kann nicht schön machen, weil das unmännlich ist. Und doch lese ich unter meinem letzten Video so viele Kommentare, wie unmännlich es doch ist, sowohl von Männern als auch von Frauen. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Okay, sorry, der musste sein. Wo beginnt das Mannsein? Und ich bin ernsthaft nie darauf eingegangen, wenn Leute mich als Schuchtel bezeichnet haben. Also tatsächlich, das ist schon sehr früh für diese Debatte, oder? Also das ist 2017. Dass man diese Debatte, dass er diese Debatte führt, ist schon sehr interessant. Ich verstehe bis heute nicht, warum Menschen das als Beleidigung nutzen. Ja, das habe ich auch noch nie verstanden und momentan scheint es ja so, dass es so ein bisschen wieder zurückkommt, das ganze Gedankengut. Es gibt so viele Menschen, die wollen wieder in diesen alten Geschlechterrollen leben und das ist ja auch okay, wenn man das selber möchte und es sich selber so wohler fühlt. Aber es muss halt eben auch okay sein, wenn man halt eben nicht so leben möchte. Und genau diese Message wurde in diesem Video sehr gut transportiert, deswegen hat dieses Video definitiv einen Stempel verdient. Seo approved! Allerdings war 2017 der große Hype um Sammy Slimani schon irgendwie vorbei. Bibi und Cholenko dominierten die Beauty-Szene um einiges mehr. Davor gab es auch noch Dagi und Lyant, also der Fokus war schon lange nicht mehr auf Hair Tutorial Sammy Slimani. Deswegen verschwand Sammy Slimani 2017 auch für 8 Monate ungefähr. Das Video, mit dem er dann als Comeback wieder zurückkam, habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Denn was da passiert ist, kann uns Florian Heider mit einem Comedy-Video sehr gut erklären. Meine echten Gefühle bringe ich doch nur rüber, wenn ich große Teile dieses Videos einfach von einer YouTuberin aus Amerika kopierte, denn, naja, mal ganz ehrlich, wer von euch Kiddie-Pfeifen soll da schon draufkommen? Sogar den Text habe ich teilweise Wort für Wort übersetzt. Den Text aus ihrer Beschreibung habe ich dann auch einfach mal nur ganz schnell übersetzt, aber Schnitt und Dreh bei Sammy Slimani stimmt ja irgendwie schon. Die olle Ische war ja nicht dabei. Ja, tatsächlich gab es schon ein Video aus den Staaten, was 1:1 das gleiche war. Also gerade im Vergleich merkt man schon, dass es mehr als nur inspiriert. Hello.
Hey. Hi. Oh, ich krieg direkt Gänsehaut und möchte mich übergeben. Es wird sofort warm in der Speiseröhre. Ich bin's. And I really hadn't planned on being gone so long. Ich hatte niemals vor, so lange weg zu sein. Uff. Really great to... Da wird ihm den Doktortitel wohl wieder aberkannt. Inspired again and... And yeah, I mean, it sucked for a while. Es bedarf auch zwar viel an Arbeit, aber es tut's gut, sich einer neuen Sache zu widmen und wieder inspiriert zu sein. Yes, I was really sad and uninspired and also angry. Ich war traurig und uninspiriert und gleich... Oh mein Gott, das ist ja wirklich Steuerung C, Steuerung V, what the f***? Jetzt werde ich wütend darüber. Mission failed. We'll get them next time. Ich bin schlauer als die. Schließlich kann ich jederzeit den Beschreibungstext ändern und so tun, als wäre nichts gewesen. Da steht jetzt, dass mich die Ische inspiriert hat und dass ich ihr vielmals danke. Aber die Leute da draußen geben keine Ruhe. Jetzt gibt's sogar schon Artikel über die Aktion. Ich verstehe das einfach nicht. In welcher Welt leben wir eigentlich, in der wir nicht einmal mehr ganz offen und ehrlich und authentisch Bilder und Worte eins zu eins kopieren dürfen, ohne die Quelle zu nennen? Es geht hier schließlich um meine echten Gefühle. Oh Gott. Heider, alter Schwede! Naja, aber egal, es ging dann weiter mit einer Roomtour. Und Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde die Wohnung ziemlich leer und ja, so ein bisschen unpersönlich. Krass, Alter. Sami Slimani wohnt im Quelle-Katalog. What the f***? Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde die Wohnung ziemlich leer und ja, so ein bisschen unpersönlich, oder? Das Ganze sieht für mich aus wie so eine typische Tumblr-Instagram-Wohnung. Wo sind die Dinge, die man liebt? Irgendwelche Serien, keine Ahnung, Hobbys, sei es One-Piece-Figuren oder ein bisschen Lego, eine Modelleisenbahn, irgendwas? Dann feierte er noch seinen 28. Geburtstag. Von meinem Management, alles Gute zum Geburtstag. Hey, wieso bekomme ich von meinem Management keine Blumen? Hallo, guten Tag. Dankeschön. Wow. Ey, das ist riesig. Alter, warum bekomme ich von meiner Freundin nicht so viele Rosen? Es reicht! 2019 war noch beim großen Backen Promi-Special mit dabei. Digga, jetzt bin ich da vollkommen raus. 2019 das große Backen? Ihr werdet alle das gleiche backen. Warte mal, ist das da hinten? Warte mal, da kenne ich doch noch wen, der dabei ist. Backen Promi-Special mit dabei. Ihr werdet... Ist das Gil? Ich wurde im Hotel rassistisch beleidigt, Ofarim? Ach du meine Güte. Ja, das ist natürlich, ich dachte, das ist das Promi-Backen. Müsste da nicht irgendwie Drake oder so einen Kuchen machen oder Kendrick Lamar ein paar heiße, pfeffrige Schellen an Drake rausbacken oder was? Alle das gleiche backen. Alter, da hinten ist der Fackelmann-Mann. Da hinten ist der Fackelmann-Mann. Und mit den Zutaten dürft ihr euch jetzt schon... Wer ist das? Warte mal, die kenne ich doch. Ja, die ist auch von Viva oder so. ...vertraut machen. Deckt diese bitte jetzt auf. Oh. Und ja, da hat er halt was gebacken. Cool. Doch dann passierte leider etwas Schreckliches. Oh Gott. Sammy wurde zu einer dieser Influencer, die nach Dubai ausgewandert sind. Was ja schon immer einen sehr bitteren Nachgeschmack hat. Und vor allem ist es einem Mann mal wieder sehr sauer aufgestoßen. Was hat dich am meisten dazu motiviert, auszuwandern? Ich finde, als Selbstständiger in Deutschland hat man es schwieriger. Ganz kurz, Sammy, sag jetzt nicht, du willst keine Steuern zahlen. Und ich glaube, ich spreche hier jedem Selbstständigen aus dem Herzen, wenn ich... Steuern sind Raub. Über das Thema Steuern sprechen. Steuern sind Raub. Ja. Doch, genau darum geht es dem sprechenden Lammfellkragen und den anderen Dubai-Fluencerinnen. Denn während in Deutschland Influencer Steuern zahlen müssen, als würden sie richtig arbeiten gehen, sieht das in Dubai ganz anders aus. Hörmann, Alicia Joe und Offen Ehrlich haben genug aufgezeigt, warum Dubai eher problematisch ist. Wer davon keine Ahnung hat, kann ja gerne mal eines dieser drei Videos schauen, dann hat man einen recht guten Überblick. Aber ich sag's mal so, ich persönlich würde nicht mal Urlaub in Dubai machen. 2021 wurde es... Ist das in der Schweiz? In der Schweiz bezahlt man auch keine Steuern, das ist wahr. Jetzt kommt's raus. Immer stiller um Sami Slimani. Klar, er hat bestimmt immer weiterhin gut verdient. Aber wie gesagt, der Hype, der war schon lange nicht mehr da und es gab auch nicht mehr irgendwelche großen Projekte oder irgendwas. Es gab nur einen so einen kleinen Miniskandal, sag ich jetzt mal. Es war eine Spendenaktion von ihm, die sich dann als Nachhinein als Scam herausgestellt hat. Ah ja, hier Team Trees, das von Mr. Beast, oder? Hat. Wenn man nur ganz fest an was glaubt. Ich glaube sehr daran. Ich glaube daran. Ich glaub's immer noch nicht. Dann wird's leider trotzdem nicht unbedingt. Eine Million Bäume. Eine Million Bäume. Ich mein-
Alter, das ist so eine Red Flag, wo man einfach sagen sollte, warte, wer macht bei der Kampagne noch mit? Simon Desio? Gut, da mache ich mit. Ich möchte gemeinsam mit euch eine Spendenaktion starten und 1 Euro haben wir übrig. 10.000 Euro wurden nach den Aufrufen der Influencer gespendet, aber wir haben rausgefunden, im Wald ist das Geld vermutlich nicht angekommen. Ein Hoch auf Ehrlichkeit. 2022 kam dann sein letztes Video online und das war, by the way, kein Abschiedsvideo, sondern einfach ein ganz normaler Vlog, so wie alle anderen auch. Also leite ich davon ab, dass er ab da an einfach nicht mehr so viel Lust hatte, Videos zu produzieren. In den Kommentaren sieht man natürlich, dass einige ihn schon vermissen. Ob er irgendwann mal zurückkommen könnte, das... ja, weiß man natürlich nicht. Was soll ich abschließend zu Sammy sagen? Auf irgendeine Weise ist er mir sogar irgendwie sympathisch. Klar, viele Aktionen waren nicht so cool und auch diese übertriebene Fanliebe ging manchmal zu weit. Was man ihm lassen muss, er hat halt eine Leidenschaft und das war nun mal das Thema Beauty, Kosmetik und alles drum und dran. Und das hat er geliebt und gelebt bis zum Ende und ich finde, das ist schon... ja, beneidenswert. Ich finde das, wir alle wünschen uns doch sowas, oder? Und irgendwie gehört er für mich einfach zu YouTube dazu, weil er war halt nun mal von Anfang an mit dabei. Also klar, wäre es übertrieben zu behaupten, ich vermisse ihn und will seinen Content selber auch zurück, weil ich hab... ja, ich muss sagen, mit der Dubai, beziehungsweise doch, mit der Dubai hat er auch ziemlich reingefickt. Ich hätte es viel sympathischer gefunden, wenn er gesagt hat, er hat keinen Bock auf Menschenrechte. Den die wirklich verfolgt. Aber trotzdem habe ich so eine respektvolle Anerkennung, was er geleistet hat und was er sich so aufgebaut hat. Das ist schon beeindruckend, ganz klar. Also wünsche ich persönlich Sammy einfach nur, dass es ihm gut geht, dass er ja, sich nicht unterkriegen lässt. Und sollte er doch eines Tages mal ein Comeback auf YouTube haben, dann, dass dieses auch gelingt und er Freude damit hat. Jo. Euer Zio! Oh Gott, also ich konnte jetzt also wirklich kaum bis gar nichts zu diesem Video beitragen, aufgrund der Tatsache, dass es einfach alles neu für mich war. Ich werde es natürlich trotzdem gottlos uploaden.